Eine Meldung ließ in diesen Tagen aufhorchen. Eine belgische Firma beantragte die Genehmigung, um Probebohrungen in Kelmis durchzuführen, um nach, unter anderem, Mineralien wie Zink, Blei, Silber, Gold und Kupfer zu suchen. Halt, das hatten wir doch schon mal. Galmei. Ein Grundstoff für die Zinkherstellung hatte bis ins vorige Jahrhundert die Geschichte dieser Region geprägt. Ja, sogar den Anstoß zu einem eigenen, staatenähnlichen Gebilde gegeben. Neu Morosnet. Hätten Sie es gewusst? Es gab einmal einen Vierländerpunkt in der Region. Böse Zungen behaupten, der Wiener Kongress hätte ja nur getanzt. Allerdings wurden auch einige politische Entscheidungen getroffen. Und eine dieser Entscheidungen ist eine Kuriosität, die um das heutige La Calamine oder Kelmis oder Neu-Morosnet sich rankt. Ein Neutralstaat zwischen Aachen, Eupen, Lüttich. Vier Länderpunkt. Und da wollten wir mehr drüber wissen. Eigener Staat, Freistaat, Niemandsland. Man kann es sich aussuchen. Neu-Morosnet war 3,4 Quadratkilometer groß. Auf dem Grund und Boden befand sich die profitabelste Zinkgrube in Europa. Zink. Leicht und nicht rostend. Kurzum, heiß begehrt und im Besitz von Napoleon. Als dieser seinen Waterloo erlebte, wollten Niederländer und Preußen, Belgien gab es damals noch nicht, ran an den Bodenschatz. Neutral-Morosnet, das ist eine spannende Frage. Ein neutrales Land nach 1815 zwischen Aachen, Eupen, Lüttich und Pfalz. Wir haben eine Fachfrau gesucht und wir haben sie in Silvia Fabeck gefunden. Sie können uns erzählen, was hat es mit diesem Freistaat, kann man ja so nennen, auf sich? Ja, wie Sie sehen, wo die Bäume da stehen, das war die größte Zinkgrube Europa. Vor 200 Jahren brauchte man sehr viel Zink. Es bedeutete auch, wer diese Grube bei sich hatte, bekam auch Geld dafür. Und so haben die großen Mächte sich verabredet und viele Versammlungen gemacht, damit sie diese Grube in ihr Land bekamen. Nach vielen Versammlungen, nach vielen Diskussionen hat man gesagt, okay, wir teilen das Gebiet, wir haben keine Zeit mehr darüber zu diskutieren und wir lassen das Gebiet momentan in Ruhe. Wir kommen danach später dran und dieses Gebiet, müssen die zwei Länder, die Holländer damals und die Preußen, sich teilen. Die müssen das Gebiet, beides müssen das Gebiet verwalten und gucken, dass alles gut passt, alles gut läuft auf das Gebiet, bis man wieder Zeit hat, darüber zu diskutieren. Diese Zeit ist leider nicht gekommen. Von Anfang an hatte man gesagt, keine militärischen Fuß auf das Gebiet. Das französische Gesetz, Code Napoléon, blieb gültig und bis wir alles geregelt haben. Doch es wurde nichts geklärt und so entstand für 103 Jahre Neu-Morosnet. Und dieses zog natürlich viele Menschen aus den verschiedensten Gründen an. Die Einwohnerzahl stieg schnell an. Nun hat das neutrale Morosnet ja nicht nur seriöse Menschen angezogen, sondern auch einige dunkle Gestalten. Schnaps wurde hier gebrannt, Prostitution, man drückte sich hier vor den Wehrdienst. Ja klar, wir hatten ja die französischen Gesetze. Das französische Gesetz ließ auch sehr viel zu. So alle Leute wie Schnaps, ja man dürfte Schnaps brauen. So hatten wir vielleicht 2 bis maximum 4.000 Einwohner auf das Neutralgebiet und 132 Cafés. Jeder, der es sich leisten konnte, machte ein Café, obwohl den Schnaps normalerweise nur für sich selbst gebraut wurde. Ja, zu viel Schnaps, zu viel Kaffee, man konnte bei den Nachbarn eins trinken gehen oder gegenüber und den Rest ja, wurde dann geschmuggelt. Kaffee, Schnaps, alles, was man konnte, ging nach Holland oder nach Deutschland.
Das machte auch, dass Leute von überall ihr Boden kamen und keinen Militärdienst zu machen oder einfach zu flüchten. Früher musste man, oder die Polizisten mussten an die Grenzen anhalten. So, wer über die Grenze war, im Neutralgebiet, war gerettet, egal was er irgendwo anders gemacht hatte. So kamen hier sehr viele Flüchtlinge, sehr viele Leute, auch Frauen, die schwanger waren, kamen hier, um das Kind zu bekommen, und ließ das Kind da einfach bei einer Familie. So, die ließen die da, bezahlte ein bisschen die Familie oder gar nicht. Diese Kinder wurden dann neutral und die Frau konnte wieder, egal wo, wohnen gehen. Da konnte man nicht mehr finden, von wo das Kind kam, wo das Kind gehörte, und er war als Neutraler von den Kelmisern oder die neutralen Leute dann großerzogen. Und was ist vom ehemaligen Bergbauglanz geblieben? Was erinnert heute noch? So, das war das alte Verwaltungsgebäude von die Vieille Montagne. Dahinter steht die Grube, oder war die Grube. Das war eine Grube, offener Himmel. Und das wird jetzt im Mai 2018 das neue Museum. Im Museum wird man vom das Neutralgebiet sprechen und auch von der Geschichte der Vieille Montagne, diese Zinngeschichte. Den See von Kelmis kennen ja viele. Allerdings hat er auch keinen natürlichen Ursprung. Nee, das hat die Vieille Montagne bauen lassen als Wasserreserve. Das Zink kam bis Kelmis, bis das Neutralgebiet, wurde ihr gewaschen und später dann nach Stolberg oder nach Lüttich weitergeführt. Und dafür haben wir das Wasser nötig gehabt. Ganz Kelmis, das ganze Bild von Kelmis, wenn man es weiß, hat immer einen Grund, der zurückgeht auf die Vieille Montagne. Ob das die Häuser, das waren die Arbeiterhäuser sind, oder der See, für unsere Weiher besser gesagt, das wir Casino-Weiher nennen, ist auch kein natürlicher. Hier stehen wir auf die Halden. Das Orden von die Vieille Montagne, das waren die Reste von das Erz nach, das Erz in den Höfen gewesen ist. Und wie haben die Menschen damals ihren Sonderstatus empfunden? Die Leute, die lebten ganz normal, die haben das nicht alles so mitbekommen, weil man musste essen, man musste kämpfen, die gingen in den Gruben arbeiten, die waren froh, dass die Vieille Montagne da war, um das Leben ein bisschen zu vereinfachen, weil die Vieille Montagne hat sehr viele Projekte, soziale Projekte gemacht und hat immer gekämpft, dass die Leute ihr es gut haben. Und dann hatte man die Idee, einen Esperanto-Staat hier zu gründen. Ja, diese Esperanto-Staat, das war eine komische Idee am Anfang, aber das kam gerade, die Grube war geschlossen, die Hauptgrube war geschlossen. Es blieben noch ein paar Gruber, hier links und rechts, die ein bisschen Erz reinbrachten, aber man wusste, dass die Vieille Montagne einmal wegziehen wird. Wir hatten kein Zink mehr oder nicht genug Zink mehr. Und dann dachten die Leute hier auf das Neutralgebiet, was werden wir? Wo sollen wir hinkommen? Die sagten schon, neutraler immer, das wollten die bleiben, preußisch niemals, Belgier vielleicht. Da hatte einer, der Dr. Molly, der auch für die Vieille Montagne gearbeitet hat, gesagt, sollen wir nicht aus das Neutralgebiet ein Esperanto-Stadt zu machen. Die haben den ersten Kontakt genommen, der hat viele Freunde gehabt, die hier gekommen sind, die wollten auch sehr viel machen, die Leute mussten 1 bis 2 Stunden Unterricht haben in Esperanto. Die Leute sprachen auch in Esperanto. Es wurde alles gemacht, dass wir ein Esperanto, wir hatten schon einen Namen, Amikeo. Wir hatten auch schon eine Hymne, so eine Marsch mehr von Willy Uppermann, die sollte gespielt werden. Alles war da, um ein Esperanto-Stadt zu machen. Aber dann ist doch nichts draus geworden. Nee, da kam den Ersten Weltkrieg und da waren wir automatisch Belgier. Ja, die Eisenbahngeschichte von Neutral Moresnet, das wäre eine eigene Geschichte, da gehen wir heute nicht drauf ein. Ich habe gelesen, ohne umzuziehen konnte man in 4 verschiedenen Ländern gelebt haben. Aber irgendwann war auch dieses schöne Leben von Neutral Moresnet zu Ende. Ja, Ende des 19. Jahrhunderts war die Hauptgrube ausgeplumpert. Man konnte da kein Zink mehr finden oder nicht mehr genug Zink. Da wurde aufgehört zu arbeiten. In anderen Dörfern waren noch Zinkgruben. Und da wurde bis zum zwischen die 2 Kriege noch Zink rausgeholt. Aber für uns auf das Neutralgebiet war es zu Ende. Die Leute, die da noch geboren sind, oder die waren noch neutraler. Neutral.
Und ja, während dem Krieg wurden die annexiert, da wurden die preußisch, nach dem Krieg wurden die belgisch, weil nach dem Krieg, ja, wir wurden, das ganze Neutralgebiet wurde in Belgien eingegliedert, wir wurden Belgier und mussten dann die belgische Nationalität annehmen. Man konnte, ja, vier Nationalität, ja, man wohnte hier, wir waren zuerst neutraler, während dem Ersten Weltkrieg preußisch, danach Belgier, im Zweiten Weltkrieg wurden wir wieder annexiert, da waren wir Deutsche und wohnten immer im gleichen Haus, hatten genau das gleiche Leben, nur, muss man sagen, immer andere Chefs so gesehen, ne? Ein anderes Land kam, aber unsere Grenzen blieben, wir blieben die gleichen Leute und es wurde trotzdem noch immer geschmuggelt. Und ich danke Ihnen für diese spannende Geschichte über ein spannendes Stück Historie. Hätten Sie es gewusst? Das ist unsere heutige Quizfrage.